Ist es dann hier drin oder wie ist das? Also letztendlich, guck mal, also ich gehe in den 150er Grand Prix rein, dann wähle ich meine Charaktere aus. Hat mir die Toilette schon gerade eben gehabt? Nee, Bowser will ich nicht. Nee, das ist ja wohl eine Mainstream-Kombination. Sondern das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich will was Leichtes haben. Gut, wir fahren Yoshi und wir fahren Waluigi. Ich glaube, das geht auch einigermaßen noch klar. Und dann nehmen wir als Fahrzeug, nehmen wir. So viel Auswahl gibt es ja gar nicht. Na gut, wenn das so ist, dann fahren wir mit. Mit dem Peach-Mobil. Das ist eine gute Idee. Und das. Ach, hier ist dann die Meisterschaft. Okay. Gut, das heißt, wir fahren hier einmal alle Cups durch, wenn ich das dann richtig sehe. Na gut, das ist, gehört dazu. Dementsprechend, los geht's. Und es beginnt. Ja, mit Luigis Piste. Also alle wieder in der originalen Reihenfolge durchgespielt. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier mit euch alles anstellen können, ne? Haben wir hier schon mal einen Pilz. Pilz und, also ja, als Spezialitems haben wir jetzt dieses Mal quasi die ganze Meisterschaft durch. Dingensbombens. Ja, genau. Genau. Ein Ei für Yoshi und eine Bombe für Waluigi. So. Dingensbombens. Sprechen. Nachdenken. Wenn der Kopf kurzzeitig die Connection lostet. Die Connection losten. Also, Verbindung verliert. Mensch. Und da hätte er auch einfach nur lenken müssen, ne? Da hat mein Kopf auch die Verbindung verloren. Ja. Gut. Das geht gleich kaputt. Das Lee-Panzerchen. Und hier auf dem ersten Platz zu sein, ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Und da kommt schon Mr. Stachus. Der meint so, das Leben ein bisschen schwieriger zu machen. Ups, das wollte ich nicht gleich sofort abschießen. War zumindest nicht geplant. Na gut. Dann wollen wir euch doch mal die ganze Geschichte mal ein bisschen anders gestalten. Beziehungsweise so geht das auch. So ein bisschen hier vorbei, da vorbei. Euch zeigen wir es. Genau so. Ermöglicht das Doppel-Item nehmen. Genau. Und dann geht's hier einmal durch, ne? So. Ja gut, das war jetzt doof. Kommt noch einer. Upsala. Oha. Da wolltet ihr mir das aber jetzt. Na gut, zweiter Platz. Muss erstmal ausreichen. Mario und Bowser, ne? Also Held und Schurke wieder zusammen vereint. Du meinst, man könnte meinen, das könnte hier alles bringen und tun und machen. So, Meisterschaft. Das heißt, am Ende wird es wohl dann viele Punkte geben können. Gut, nächste Strecke. Nächste Strecke. Ist das jetzt durchgemischt? So ein bisschen einfach mal gemixt? Oder war Daisy dann tatsächlich die zweite Strecke? Nee, Peach Beach ist die zweite. Peach Beach ist die zweite normalerweise. Das heißt, es geht hier ein bisschen durchgemischt. Okay, das ist gut. Das bringt ja doch ein bisschen minimal frischen Wind, würde ich mal sagen, rein. Zumindest auf minimalste Art und Weise. So, dann wollen wir euch beide nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Oder wo das Yoshi sein Ei hämmert. So, geht einmal unten lang. So in etwa. Ey, komm, das war ja schon wieder doof. So, Pilze eingesetzt. Alle beide. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Zweite Runde. Und diesmal ist zumindest auch nicht Mario und Bowser vorne, sondern halt Donkey Kong und Parakoopa. Was natürlich für unsere Wertung eine gewisse Stabilität einbringt, wenn das so bleibt. Wenn es so bleibt. Noch lieber wäre mir, wenn die beiden natürlich gleich einen auf die Mütze bekommen. Die waren doch woanders gewesen, oder nicht? Oh, ein bisschen hier gefahren. So. Und da haben wir euch einmal was reingedrückt. Sehr schön. Dann lege ich das mal hier hin. Gut, wie gut, dass der Blitz gerade kam. Und die dritte Runde. Das kann ja so nicht weitergehen sonst, ne?
Also, einen Sieg muss ich ja schon mal gleich reinbringen, ne? Der ist schon mal kaputt. Also abwehren kann man hier wenigstens teilweise. Ist dann der Kopf von der Seite. Weil hier ist es ja noch möglich, dass die von der Seite kommen. Was manchmal natürlich eine ziemlich doofe Situation ist. Bleibe ich auch lieber hier oben. Den schieben wir auch einfach mal dahin. Dann hätte ich einen genommen. Hätte ich gerne genommen. Aber gut. Den Pilz. So, erster Platz. So wie ich das gerne wollte. Donkey Kong ist zweiter. Das heißt, Bowser ist dritter. Das heißt, da werden wir die gleich mal überholen. Was ich gut finde. Damit fallen die beiden ab und wir beide fallen hoch. Oder rutschen hoch. Hochfallen, das klingt auch mal so ein bisschen komisch. Pilzbrücke. Okay. Na denn, dann wollen wir doch mal. Auch hier. So. Nehmt ihr das Item nicht weg, zumindest nicht jedes. Du hast eine Mogelbox. Und damit haben wir das für dich. Ja, ja. Der wäre ein Doppel-Item gewesen. Hätte, hätte, wäre, wäre. Ich hab den doch genau hinter mir abgelegt. Fies. Gut, ich versuch's einfach mal. Jo, was waren da auch Autos lang? Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet an der Stelle. Damit hätte ich gerade an der Stelle echt nicht gerechnet. Gerechnet, gerechnet, gerechnet. Das wäre ja auch interessant geworden. Oh, das war eng. Da schön vorbei. Ich glaube, man kann ja fast einfacher fahren, teilweise, wenn man einfach nicht driftet. Seid ihr beiden doch eigentlich letztendlich meine Kontrahenten? Und das war eigentlich eben nur Zufall gewesen im ersten Stückchen, oder wie? Na gut, in der Gesamtwertung muss ich Erster werden. Dann verfolgt euch das Ei. Das ist eine Mogelpackung. Das ist auch eine Mogelpackung. Die nehmt ihr mal mit. Seid ihr genau hinter mir? Nee. Doch, waren sie. Waren sie. Okay, jetzt ist Donkey Kong wieder vorne. Also eigentlich hätte Bowser gerade eben gewonnen. Hätte ich ihn nicht abgetroffen. Abgeschossen, abgetroffen. Getroffen mit der Banane. Mit dem. War das eine Banane? War das ein Panzer? Ich bin verwirrt. Gut, wie dem auch sei. Ja, momentan bleibt Bowser noch vorne und Donkey Kong geht halt noch dahinter. Aber das könnte sich jetzt im nächsten Rennen ändern. Wario Colosseum. Okay. Okay, dokay. So, guter Start. Und dann geht hier die ab die Post. Ab die Post auf dritten Platz, vierten Platz. Ups, übers Ziel hinaus. Na gut. Dann nochmal durchhalten, da kommt einer für den Blauen. Das hat Mario und Bowser getroffen. Die gehen nach hinten. Und dann hier einmal für einen Pilz. Dritter Platz noch. Zweiter Platz jetzt. Fall nicht runter. Darauf habe ich aber gar keinen Bock, wenn ich runterfalle. So, ihr beiden. Habt auch was Schönes verdient. Ups, das war genau das Item, was ich... Ich hätte eher so die Pilze gebraucht. Na gut. Überraschungsei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Überraschungsei. So, nochmal ein paar Items hier. Dann wollen wir euch doch nochmal ein bisschen was reindrücken. Zweite Runde, los geht's. Und das war meins. Bowser. Mario. Das war auch meins.
Was klaut ihr mir hier die Items? Frech ist das. Auf ganzer Linie. Genau das dürft ihr mitnehmen. Naja gut, dass wir jetzt wieder klein werden. Jetzt, wo ich wieder einen Dreifachpilz habe. Wie häufig kann man eigentlich Dreifachpilze in Mario Kart Double Dash behalten? Fast nie. Weil man sie ja auch sinngemäß einsetzen möchte. So zumindest der Plan. Driften. Driften auf anderem Niveau. Das war gerade fies. Ja, Birdo. Du kannst mir jetzt nicht auch noch irgendwas antun. Das geht ja nicht. Birdo, das geht doch nicht. Das wäre ja voll frech und so. So, einmal an euch vorbei. Nummer 1 überholt. Ey, komm, das kann doch nicht wahr sein. Ah, na gut. Dritter Platz. Dritter Platz. Hinter die beiden. Hinter meinen beiden Konkurrenten. Kontrahenten. Aber immer noch liege ich vorne. Gerade so. Na gut. Was wird das nächste Rennen sein? Was wird die nächste Strecke sein? Waluigi Arena. Also von Wario Arena zu Waluigi Arena. Gut. Dann muss ich hier wenigstens ein bisschen Heimvorteil haben, ne? So zumindest die Theorie. Zumindest so die Theorie. Aber das geht ja schon gleich genauso wild weiter. Genau. Das ist eine gute Taktik. Jetzt habe ich hier ein paar Babys vorne. Und die anderen sind jetzt alle ganz weit nach hinten gerutscht. Dann heißt es nur noch ein paar Ründchen überstehen. Während sich die anderen aber schon wieder gerade nach vorne gearbeitet haben. Na gut. Überstehen, überstehen, überstehen heißt das Ganze. Dran vorbeigeschossen. Na gut. So. Zwei Grüne müssen zur Abwehr. Hä? Oder auch nicht. Das war eigentlich so gedacht, zumindest zur Abwehr. Und er wollte mich dann auch noch einmal. Gut. Dinge passieren dann wieder anders, ne? Yo, Bowser, übertreib's doch gleich schon wieder mit deiner riesen Item-Gedöns hier. Muss es immer gleich komplett übertreiben, ne? Okay, so hier zwischendurch. Okay, die verpuffen schon, auch gut. Dann nur noch ausharren, aushalten. Noch nicht so. Okay. Das funktioniert. Letzten Meter ins Ziel. Donkey Kong ist vorne. Ja, gut. Donkey Kong ist vorne. Ja, gut. Einer von den beiden war so oder so vorne. Das hat sich eh nicht geändert. Na gut. So, das waren die ersten vier davon. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein paar vier. Aber wir werden diesen Part wohl in der Mitte so ein bisschen splitten, weil 16 Rennen in einem Part, das ist wirklich ganz schön lang. Also deswegen, hier mache ich schon Kompromiss, wir machen 8 in einem Rennen. Also jetzt kommt Nummer 6. Gut, das eben war da schon 5. Na gut, alles klar. So schnell geht das, ne? Gut, das heißt, ab geht die Post hier. Aber ich finde das Konzept der Meisterschaft schon ziemlich schön. Also letztendlich auch einfach so als Grand Prix verpacktes Zufallsrennen.
Warum gab es das nicht wieder? Also, es ist, ich meine, es gibt zwar in den Nachfolgeteilen, gibt es in jedem ab sofort immer 32 Strecken, aber man kann das ja trotzdem begrenzen, so auf, von mir aus auch nur auf 8 Strecken oder so, oder auf, auch auf 16. Das ist ja dann in der Hinsicht ja auch so ein bisschen egal, ne, aber. Das wäre doch trotzdem ganz cool. Aber gut, das Feature gibt es halt nicht und deswegen kann man daran auch nicht so viel machen, ne? Es ist... Ja, manche Dinge müssen halt auch trotzdem exklusiv bleiben, ne? Wobei ich das System ja trotzdem ganz gut finde, ne? Wobei, ja gut, in der heutigen Sicht, in der heutigen Zeit, wenn man so sieht, na gut, eigentlich haben wir auch alle immer die Zeit für irgendwas und alles muss möglichst schnell mobil gehen. Deswegen sind auch in Mario Kart Tour auch die Strecken standardmäßig auf 2 Runden runter begrenzt, damit das Ganze natürlich schneller zu erledigen ist, ne? Aber gut. So die Theorie und anders die Praxis oder umgedreht. Lass mich in Ruhe. Ich fahre zuerst ins Ziel. Genau so. Sehr schön. Wieder als erster Platz. So gehört sich das. So gehört sich das. Okay. Das heißt, das nächste ist dann das 7. Rennen. Was gibt es denn da Schönes? Gib mal her. Yoshis Piste als 7 von 16. Na denn? Dann wollen wir doch mal. Genau so. So, und dann wollen wir hier einmal einen Pilz einsetzen. Kann ich den nicht aufbewahren? Ich bewahre ihn mal auf. Deswegen, wenn wir nach hinten. Hat niemanden getroffen. Und dann landen wir nämlich hier in diesem Gang. Und kommen genau nämlich hier raus. Und dann haben wir die beiden ja schon mal ein bisschen rauskatapultiert. Donkey Kong und Dingensbummels. Paracooper war das, glaube ich, gewesen. So, die Frage, werde ich jetzt schneller groß als sie? Nein, wir werden alle gleichzeitig groß. Schade. Wäre cooler gewesen, oder, naja, hätte ich besser gefunden, wenn es sich auf die neueren Konzepte in der Hinsicht bezieht. Sag mal, was macht ihr denn hier? Herzchen oder was? Macht ihr... Sag mal, Daisy! So aggressiv heute oder was? Extrem aggressiv hier heute. Dann nochmal die Chance. Oder nicht. Gut, jetzt muss ich wieder ordentlich fahren. Jetzt muss ich hier unbedingt ordentlich fahren. Damit ich hier irgendwas auch reißen kann. Ich sagte ordentlich fahren. Nee, mein Item habe ich bekommen. Oh, Mensch, 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 Mensch. Gut, dann fahr mal zu. Kein Doppel-Item hier. 3 Pilze. Das ist einer für den ersten. Ihr habt dann wieder... Ey, komm. Sowas. Ich hätte gerne einen Kugelwilli. Aber der ist nur für Babys. Sag mal, was hast du eigentlich in deinem Herz alles drin? Kannst du als Herzchen eigentlich alles machen? Aber das ist doch etwas, womit man arbeiten kann. Sofern man einigermaßen richtig fährt. Aber komm, ich glaube, das Kind ist absolut im Brunnen gefallen. Die fahren ja alle ins Ziel rein. Hier kann ich... Nein! Nein! So ein Mist! So ein Mist, aber auch. So ein Mist! Ey! So eine Kacke! 56 Punkte haben jetzt die beiden Vögel. Okay, ich bin auf dem 2. Platz derzeit. Ah. Okay, 8. Rennen von 16.
das letzte Rennen für diesen Part. Und im nächsten Rennen geht's dann weiter. Im nächsten Part geht's dann weiter. Aber erstmal sehen wir noch zu, dass wir hier wieder unsere Ehre ein bisschen retten. Also das war ja wirklich... Ich wollte es auch unbedingt wissen, ne? Genau, ihr beide müsst nämlich schön weit hinten eigentlich landen. Habt ihr schon mal ganz gut gemacht. Geh kaputt. Geh kaputt, du Riesenteil. Dankeschön. Da kommen die schon beide wieder. So, weg mit euch. Doppelt hält besser. Doppelt hält sowas von besser. Dann machen wir hier weiter. Und trotzdem, eigentlich, warum ist schon wieder so komisch? Warum ist das schon wieder so doof? Ach ja, ach ja. So, ihr beiden, hier Riesenbanane. Riesenbanane machen wir hier noch fertig. Riesenbanane Donkey Kong. Yo, Bowser. Lass mal die hinter uns so ein bisschen nochmal nach hinten schmeißen. Genau. Nehmen wir hier nochmal ein neues Item mit dazu. Hier sind auch zu viele Bananen. Also. Ich fahre auch genau drauf zu. Wie Magnet ist das? Und das kann ich jetzt nicht betiteln. Die sind auch schon gleich im Ziel, ne? Die kriege ich vom Ziel nicht mehr eingeholt. Kriege ich vor dem Ziel nicht mehr eingeholt. Nee. Sind wir schon im Ziel. Ah, na gut. Das kann aber nicht wahr sein mit euch. Das kann ja echt nicht wahr sein mit euch. Na gut. 66 Punkte. Ich muss die mindestens irgendwie zum dritten bringen oder zweimal einfach nur eine Position besser sein. Ja, ja. Na gut, das war's mit dem Part. Im nächsten Part geht's weiter mit der zweiten Hälfte der Meisterschaft. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.